So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil und heute wird mal wieder ganz entspannt. Mal schauen, Rocket League gezockt. Und aber zunächst natürlich erstmal die Werbung von meinem Sponsor AOEA.com, wo ihr Ingame-Items kaufen könnt für echt Geld. Also wenn ihr mal neue Felgen oder einfach ein neues Auto in Rocket League braucht, schaut mal bei AOEA.com vorbei, die haben so ein Shit. Und wenn ihr dann nur den Rabattcode Phil reinhaut, wäre das richtig geil, weil dann supportet ihr mich und ihr spart natürlich auch eine Kleinigkeit. Also habt ihr auch was davon. So Leute, heute mal wieder eine ganz normale Folge des Champions Alltag. Ich habe eine Neuigkeit für euch, nämlich ich habe meine Kamera-Settings ganz krass, also das ist ganz krass, angepasst. Ich habe letzte Tage ein Video von Squishy gesehen, wo der mal auf jeden Parameter von der Kameraeinstellung eingeht und dann mal so erklärt, worauf man so zu achten hat. Und das ist bei mir dabei rumgekommen. Er schlägt dann auch immer so einen Bereich vor, wo die meisten mitspielen, beziehungsweise wo es gut oder wo er empfiehlt mit zu spielen. Und ich habe eben jetzt meine als auch meine Kamera-Settings so angepasst, dass die auch in dem Bereich liegen. Und ich trainiere jetzt seit ungefähr 6 Minuten und bis jetzt fühlt es sich ganz, ganz nice an. Also Leute, probiert mal diese Kamera-Settings aus. Die sind quasi von Squishy approved, Leute. Kamera- und Steuerungs-Settings. Dann zeige ich euch meine Ranks. Und ich würde sagen, wir suchen alle Spielmodi. Ich hoffe, ich finde kein 1 gegen 1, weil da habe ich heute irgendwie gar keinen Bock drauf. Aber das Spiel hört mit und wahrscheinlich werden wir jetzt 2 1 gegen 1 machen, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und wir sehen uns im ersten Spiel. Ich habe echt gar keinen Bock auf Union. Ich bin im Moment auch immer noch ein bisschen angeschlagen, Leute. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich habe vorhin ehrlich einen Corona-Selbsttest gemacht, kein Scheiß. Weil ich Verdacht hatte auf Corona. Ah, da kann er nicht so viel draus machen, aber jetzt vielleicht wieder. Ein bisschen schnell recovern hier. Ich versuche mal nur irgendwie ein 50-50 zu holen. Da ist er auf jeden Fall schneller am Ball. Einfach mal so dran, hier den Boost mitnehmen. Jetzt nimmt er den auf eine andere Seite mit. Also der Test war übrigens sehr negativ. Obwohl ich hätte schwören können, ich habe irgendwas. Versuche mal den Ball hier ein bisschen anzunehmen. Kriegt noch das 50. Ja, bringt ihm auch nicht viel. Ich lasse ihn da machen, kein Problem. Ja, und dann mehr kann ich leider nicht. Hat ja auch nicht mehr genug Boost. Wir versuchen den mal rechts rüber zu nehmen. Okay, er kommt. Wieso habe ich die Demo nicht bekommen? Der Schuss war richtig billig, aber in der Situation, glaube ich, einer der wenigen Outcomes, die reingegangen wären. Ja, und? Ganz viele Neider unterwegs hier in Rocket League, ne? Problem. Ja, natürlich hat er da das Lack und springt völlig ohne die Absicht, springt er in mich rein, ey. Er macht dann ein Eigentor oder was? Krasser Typ. Krass, was er hier so macht, ne? Der musste sein. Der musste sein. Nicer Fake. Ja, okay. Kein Problem. Und der fliegt ins Tor. So haben wir hier 3:0, aber 3 Minuten zu spielen, da kann alles passieren. Na, muss er für den Block hin, stark. Na, ich muss ihm den irgendwie ein bisschen scheiße legen, sonst. Okay. Einfach nur weg, dass er den nicht irgendwie machen kann oder so. Da will er den Boost haben. Den ballern wir mal einfach vor, um ihn unter Druck zu lassen.
Machen wir mal so. Da ist nicht drin. Mal so weg. Und das könnte ein Tor sein, weiß ich nicht. Wir versuchen mal den Double. Oh, schade, ey. Knapp, aber egal. Ich weiß nicht, ob er hier ein Freestyle-Match veranstalten will oder so. Lass mal den Boost holen. Oh, nice. Ja, aber kein Problem. Haben wir gelöst gekriegt, die Situation. Schade. Schade, ey. Kriegen wir leider nicht mehr rum. Den wird er auch nicht rumkriegen. Anderthalb Minuten, immer noch mit Respekt umgehen. Aber der Gripsy schreibt hinsichtlich meines Titels nichts mehr. Da haben wir den Boost nicht bekommen. Gibt uns natürlich ein bisschen Sicherheit. Ja, wir sind hier natürlich gnadenlos. Und da hat der Gripsy halt nichts mehr zu sagen. Schöne Grüße an Gripsy, gehen raus, mein Freund. Did you get boosted? Damit haben wir wohl die Frage geklärt. Aber, nice. Sieg geholt. Ist das vielleicht der Aufstieg auf C1? Ne, ist er nicht. Egal, Leute. Nächstes Spiel. Und so wird diese Fuck-Folge wieder zum 1v1 only. Ungewollt. Aber Rocket League will mal wieder meine 1v1-Qualitäten auf Probe stellen. Ach so, Leute. Ich zeige euch gleich mal eben auch meine Grafik-Settings, weil die habe ich jetzt auch so wie Squishy. Sieht natürlich aus wie ein Game aus der 80er, aber es ist halt irgendwie, macht es den Eindruck, als wäre es schneller, ne? Irgendwie, also. Es geht halt irgendwie alles so ein bisschen sauberer vonstatten. Ein bisschen flüssiger. Nice Challenge von ihm, bringt ihn aber nichts. Aber eigentlich eine nice Idee mit der Demo. Oh, aber ich baller ihn an Pfosten, natürlich. Ja, schade, ich dachte, wir könnten halt faken, aber das wird jetzt ein Gegentor sein. Aber der Fake wäre so nice gewesen, ey. Ja, wir versuchen mal Airdribble. Vielleicht sogar eher Dribble Bump. Ja, okay, ne, ich war viel zu langsam für den Bump. Ja, lass ihn wegschubsen da. Oh, das ist nicht so schön. Er nimmt auf jeden Fall noch den Boost mit. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn ein bisschen geschubst, sodass er wenigstens nicht direkt den Ball da verwerten konnte. Er wollte den Dunk haben. Oh Mann, was für ein schlechter Kackflick schon wieder, ey. Ah, jetzt spielt er schön in meinen Rücken, da kann ich dann nichts mehr draus machen. Ist gut, dass wir den Boost gekriegt haben. Challenge geht für mich aus, aber er wird auf jeden Fall recovern können. So schnell kann ich hier nicht den Ball unter Kontrolle bringen. Zumindest nicht so, wie ich ihn brauche. Wir fahren mal da ganz hinten, holen Boost. Ja, und das wird ein Gegentor sein. Nice. Natürlich sehr reizvoll, diese Fakes. Also den Flick zu faken und unten runter durchzufahren, aber auch sehr risky, also in der Offensivaktion einfach sehr risky, weil oftmals geht das 50-50 genauso aus, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Ja, und jetzt geht's genau anders aus, beziehungsweise jetzt hat er halt den Flick oder den Lupfer gemacht über mich drüber. Und da bin ich ja sowieso anfällig gegen, also. Da ist der Kickoff, aber ich weiß nicht, ob wir den reinkriegen, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt kriegt er unter den Boost.
Ey, hier erstmal sowas von den Vorteil. Aber erstmal nicht schlimm. Ich musste da der Demo dodgen. Machen wir ihn nochmal ein bisschen anders. Oh, er will den Ceiling haben. Hat er nicht bekommen. Kein Problem. Okay, ich weiß nicht, warum er da neben mir hergefahren ist. Der Flick war nice, aber der war gar nicht nötig. Er hat sich, glaube ich, irgendwie total vertan. Ist auch egal. 2-2. Könnte der Aufstieg sein, wenn wir hier den Sieg holen. Nicer Kickoff. Oh Gott, ey, das war so schlecht. Der First Touch war mega scheiße. Nehmen wir eben noch den Boost. Und auch das ist sehr risky, weil er mit der Innenseite zu mir stand. Und wenn wir da halt in die Challenge gehen, ist das Outcome zu 80% auf meiner Seite. Wieder ein nicer Kickoff. Gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr machen können. Vielleicht der Aerial Bump. Ich glaube, ich habe ihn gebumpt, oder? Habe ich ihn gebumpt? Wenn ja, war nice. Wenn nicht, war auch nice. Weil Tor, aber... Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Na, er ändert seine Kickoff-Strategy. Na, wir lassen ihn tupfen. Wir sind jetzt nicht die, die kommen müssen, Leute. Du musst ja immer berücksichtigen, wenn ihr führt. Okay. Na, wir nehmen mal mit zur Seite. Wir hätten zwar jetzt ein Tor draus scoren können. Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Das war so scheiße, ey. Mein Gott, ey, da krieg ich nicht mal den scheiß Double dahin. Oh. Der Whisky, die Challenge aus unserer Sicht. Ja, okay. Einmal gegen unser Backboard spielen. Er kann zwar jetzt schießen, aber er schießt sehr zentral. Gott sei Dank, weil hätte er platziert geschossen, dann wäre es richtig schön kacke geworden. Nein, ey, ich kriege ihn nicht über ihn. Oh, ich dachte, er hat den Pinch. Ah, ich dachte, er hat den Ground Pinch. Ah, das war dumm. Das war dumm. Deswegen bin ich so seitlich geflippt, weil ich dachte einfach, er kriegt den Ground Pinch und der Ball geht unter mir durch. Ja, wenn er den da abwehrt, ja, tut er auch. Nice. Aber die restlichen 10 Sekunden schaffen wir wahrscheinlich auch noch. Ja, vor allen Dingen mit so einer guten Challenge. Aber ich komme so nicht dran. Jetzt muss er ihn hochhalten. Gucken wir, ob er hier das... Boah! Als hätte er gerochen, dass ich keinen Boost habe. GG, Junge. War ein geiles Spiel, Paco Breitz. Ja, geil. 2 Siege. Mal gucken, ob das der Aufstieg war. Jawohl! Jawohl, wir sind wieder Champ. Wir sind wieder Champ im 1v1. Geil, Leute. So, jetzt zeige ich euch nochmal eben die Grafik-Settings. Also, weil es geht halt darum, ich habe hier jetzt alles ausgestellt. Das hat Squishy eben auch, um so wenig wie möglich, ja, fancy Shit, sag ich mal, auf dem Bildschirm zu haben. Und wirklich nur das Wesentliche. Ihr seht, ich habe auch hier alles auf Leistung gestellt, damit es eben wirklich so flüssig wie möglich läuft. Und ich finde, es spielt sich so besser. Es sieht natürlich nicht besser aus. Es sieht, wie gesagt, aus wie ein Game aus der 80er, weil auf dem Gameboy lief. Aber es geht ja in Rocket League nicht darum, sondern dass man möglichst flüssig spielt und dass man halt die Übersicht vor allen Dingen auch behält. Und ich finde, das ist so besser, als wenn ihr alles auf Maximum macht. Auch wenn ihr jetzt zeigt, ja, ich habe voll den krassen PC, ich kann Rocket League auf Maximum oder auf Ultra zocken. Macht das ruhig mal aus, Leute, probiert es mal aus. Vielleicht kommt ihr dann auch besser klar. Ja, das war's für die heutige Folge Champions Alltag. 1v1 only mal wieder ungewollt, aber der Fake am Anfang, der erfüllt mich mit so viel Freude, weil der Typ am Anfang dann eben auch noch sehr toxisch war und so einen Scheiß dann meinte zu schreiben. Der hat auf jeden Fall seine Quittung bekommen. Ich bin wieder raus, nachher wieder Stream, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei auf Twitch. Lucky and Spawned heißt der Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bleibt sauber und gesund. Ich wünsche euch das Beste, Leute. Haut rein, mein Gott.